Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen das Halbfinale. Und ich gucke gerade, nur mein LM und RM hat noch keine volle Fitness, aber ich überlege gerade, wie ich es am besten mache. Ich denke, es ist trotzdem sinnvoller, jetzt umzuschalten auf die Bundesliga und dann einfach das Finale wieder mit Calcio A spielen, falls ich ins Finale kommen sollte. So. Okay, ich bin gespannt. Da fällt mir gerade ein, gab es irgendeinen Spieler, der nicht mehr viele Verträge hat? Nee. Traoré und Hector werden dann die nächsten. Ja, bei Hector, wie gesagt, ich hätte eigentlich ganz gerne Tolisso. Gerade vor der nächsten Weekend League muss ich mal schauen, ob ich mir den ja schon gönne. Aber bevor ich jetzt hier wirklich vogelwilde, teure Transfers starte, schaue ich erstmal, was dann in der nächsten Weekend League, im nächsten Team of the Week drin ist. Wenn wirklich die Spieler drin sind, die vorhergesagt wurden, dann würde das nämlich heißen, dass glaube ich 3 oder 4 Spieler drin sind, die ich brauche und die ich mir aber nicht leisten kann. So, hier kann man denke ich erstmal auf ausgeglichen anfangen. Schon ein sehr gutes Team. Vor allem ein ekliger Sturm da mit Costa. Jetzt konzentrieren wir uns. Wenn ich rausfliege, ärgert mich das Ultra, aber das ist nicht ganz so tragisch, weil ich wollte das Turnier ja gar nicht spielen. Och Mist, da hat er dann keine Ballkontrolle mehr gehabt. Man ist so im Stolpern gefallen. Ich wollte eigentlich noch einen Schritt nach vorn machen und dann halt einen richtig geilen Distanzschuss aufziehen. Schade. Aber krass, dass dieser Hackenpass in den Lauf so gut funktioniert hat. Schön von Bender da in Position gelaufen. Ah, dass ich ein bisschen verschätzt. War das geil getribbelt mit Gnabry oder war das geil getribbelt? Das war ja wohl mal ultra geil getribbelt mit Gnabry. Eieieiei. Also an dem Tor hat natürlich Gnabry ganz, ganz, ganz doll viel Beteiligung. Erst mit der Schusstäuschung in den Stand nach innen gezogen, dann nochmal einen ausgedribbelt und dann erst gepasst auf Arangues, der das Ding dann ins lange Eck macht. Nice. Gehen wir auf Defensiv, geht schon wieder mit einem frühen 1-0 für mich los. Oder erstmal. Es ist erstmal schön, dass ich in den ganzen letzten Spielen immer das 1-0 mache, also immer den Führungstreffer erstmal schieße. Das ist ein gutes Zeichen. Das war nicht so geil. Den Ball hätte ich schon haben müssen. Also, wenn jetzt ein. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn jetzt ein Tor fällt, muss ich mir leider vorhalten, dass es nicht gut verteidigt war. Scheiße. Hätte man definitiv den Ball vorher schon holen können. Hat er auch wieder nicht gut verteidigt. Mal gucken. Oh, Elfmeter. Oh, es gibt keinen. Also dann laufe ich doch mit Toprak mit. Kann denn der den Ball da verpassen? Ich weiß nicht, was Schmelzer macht. Er bleibt einfach stehen, obwohl er den Ball nicht hat. So, jetzt aber konzentrieren. Wir sind meiner Meinung nach besser. Der Gegner hat Fehler im Spiel, spielt nicht so gut und das werden wir ausnutzen. Wieder schön getribbelt mit Volland.
Ja, der Gegner hat Fehler in der Abwehr, sage ich doch. Hui! Doppelpack Arangis, schön flach ins lange Eck. Und jetzt machen wir aber nicht wieder einen Fehler in der Abwehr und kassieren nicht direkt wieder den Ausgleich. Sogar so ein bisschen mit Außenriss geschossen. Also, was heißt Außenriss? Mehr so über den Schlappen so rechts so drüber rutschen lassen halt. Schön zugestellt. Diesmal haben wir es besser verteidigt, hat keine Lücke entdeckt, durch die er ungehindert spielen oder passen kann. Auch wieder gut gedribbelt mit Volland und dann hat der Grätsche ausgewichen, die dann zu einem Foul wurde. Aber der Gegner ist ein bisschen zu aggro, deswegen. War gelb, oder? Ich sehe jetzt hier keine Anzeige. Ja, doch, gelb für Rüdiger, sage ich doch. 34 Meter. Schade, aber war eigentlich gut rausgespielt. Also eine schöne Freistoßvariation. Oh nein. Och, zum Glück kam von Traoré von hinten angelaufen und macht es wirklich richtig geil. Lässt Gnabry wieder durchlaufen. Ah, schade. Kein Dreierpack von Arangis, es war aber kurz davor. Hallo, Piszczek, du hattest doch schon den Ball. Zu optimistisch. Schön mit Traoré. Scheiße, da dachte ich halt, er rennt durch. War natürlich ein Fehler vom Gegner. Fehlt ein Spieler in der Mitte. Oh, Lucky! Schade. Also worauf ich jetzt schon Bock hätte, wäre Inform Gnabry. Das muss ich zugeben. Der macht Spaß. Okay, machen wir mal eins über den Kopf. Natürlich Lackertor, dass wir da so nochmal an den Ball kommen. Lackertor, aber freue mich trotzdem. Und vor allem mit Gnabry, weil ich ihn gerade noch gelobt habe, machen wir mit ihm das 3-1. Sehr schön. Zwei Tore beruhigt mich schon etwas mehr. War auch gar kein so leichter Abschluss, würde ich sagen. Was hat er gerade gesagt? Number 11, Sergi Nam.
War das gerade Sergej Gnabry oder was? Den er Sergej Namen genannt hat. Auch hier wieder wenig zugelassene Verteidigung, nur zwei Schüsse abgegeben, einen davon leider drin. Bin sehr zufrieden beim Spiel, in die letzten Spiele. Sehr, sehr gut. Sehr geil. Und ich hoffe, dass wir so auch ins Finale kommen. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob wir vielleicht das Finale gewinnen. Aber das ist erstmal noch. Oh Mist. Zukunftsmusik. Schön mit Hector mitgelaufen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass Pisse hier nicht den Ball verliert, aber das ging noch gut. Ah, ich dachte, er fällt drauf rein. Hier haben wir Glück. Ist leider nicht drauf reingefallen. Wusste nicht, dass ich so frei durch sein werde, sonst wäre ich halt einfach weitergerannt. Zu spät der Pass, dumme Idee. Oh ey, da stehen drei Mann rum, aber ich mache mir keine Vorwürfe, habe ich gut verteidigt und manchmal gehen die Dinger dann halt einfach ihren Lauf, da kann man nichts machen, egal, nicht aufregen, wir führen immer noch mit einem Tor Vorsprung und wie gesagt, ich habe da gut verteidigt, ich stand gut. Ärgerlich, dass der Gegner jetzt hier wieder mit seinem dritten Schuss quasi im Spiel das zweite Tor macht. Zu spät kam der Pass. War er dann schon halb zugestellt. Was für ein Dreckspass von Bender, ey. Vielen Dank. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, dann ist es Bender schuld. Glück gehabt. Hat sich auf jeden Fall gesteigert im Spiel. Macht nicht mehr so viele Fehler. Und da hätten wir eher abbrechen müssen. Immerhin das Foul. Hätte er ein bisschen anders, wäre ein bisschen anders reingerannt, dann wäre ich durch gewesen. Schade eigentlich. So, Arangis kann es ja eigentlich. Ach, Alu, Mist, Mist, Mist. Ein Tick weniger aufziehen, das Ding ist drin. Ach, Abseits. Wie, das war kein Abseits? Krass! Ich habe nur noch halbherzig mitgespielt, weil ich dachte, es wäre Abseits.
Sehr geil. Ja, das denke ich, ist der Deckel jetzt, ne? Schöner Einsatz von Gnabry, nur dadurch sind wir überhaupt noch im Ballbesitz geblieben. Und er macht ihn voll an mit seinem steigen Linken. 4-2. Es riecht nach Finale, meine Freunde. Wenn wir jetzt nicht direkt wieder einen Anschlusstreffer fressen. Schön, dass Bender da dran bleibt. Oder ich halt mit Bender. Oh, wenn er den durchgesteckt bekommt. Ich wusste, dass er sowas macht. Schön, dass mein Schuss nicht reingeht. Jetzt rennt er aber ziemlich aggro drauf. Den Ballführer. Und hier mache ich einen kleinen Fehler. Ich merke aber auch, wie meine Konzentration nachlässt. Aber wie gesagt, ich bin halt müde. Da ist das klar. So eine geile Flanke, so geil gesehen, dass da Traoré blank angerannt kommt. Leider halt entweder die Flanke einen Tick zu spät oder halt Traoré auch einfach nicht groß genug. Also Traoré muss halt dann auch einfach komplett alleine an den Ball kommen, damit er da einen Kopfball macht. Und selbst dann ist es nicht hundertprozentig sicher, weil er keine gute Kopfballgenauigkeit hat. Und ich irgendwie immer total miserabel. Zum Glück war es kein Elfer. Was? Das war eigentlich ein Freistoß. Ich war auf jeden Fall im Foul, aber haben wir Glück. Selbst da. Ich verkacke halt irgendwie ziemlich oft die Kopfbälle, oder bisher habe ich es immer verkackt in FIFA 18, weil ich einfach richtig scheiße gezielt habe. Gnabry regelt auch im Strafraum, nice. Dafür haben wir jetzt hier nicht mehr geregelt. Gnabry regelt wieder. Fällt mir auch wieder überaus gut in dem Spiel. Ich wollte eine Schusstäuschung machen. Jetzt fehlt hier noch ein Sechser. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Finale, meine Freunde. Jetzt müssen wir natürlich das Finale schon noch gewinnen. Auch wenn es ein Turnier ist, was wir gar nicht spielen wollten. Zwei Tore Arangis, einmal Volland, einmal Gnabry. Vorlagen. Zweimal Gnabry. Drei Scorerpunkte für Gnabry. Nice. Weil ich ihn gelobt habe. So, jetzt das Finale. Oh mein Gott. Come on, Baby. One time, please. Das wäre echt so lustig, wenn wir jetzt hier in dem, wenn wir jetzt hier im ersten Durchgang direkt das Finale gewinnen, weil wir aus Versehen das Turnier angefangen haben. Aber hat sich wenigstens gelohnt. So, Calcio A. Schauen wir mal. Schluck trinken. Oblak im Tor, Benzema, okay. Ja, gutes Team. Könnte Sinn machen, auf defensiv zu beginnen, aber ich glaube, ich lasse erstmal ausgeglichen. Come on, Baby, nochmal konzentrieren. Tor schießen, hinten nichts zulassen. Oh, er hat genau in dem Moment abgebrochen, als ich quasi den Pasta spielen will. Machen wir eigentlich gut. Oh, das wäre es gewesen, wenn er sich hier direkt so ein Tor lagte. Haben wir gerade den Spieler abgeschossen oder was war das gerade? Wäre sowieso abseits gewesen. Also es beginnt sehr, sehr wild, wie es sich für ein Finale gehört und ich sehe die Linie nicht, jetzt sehe ich sie wieder. Schöner Schuss.
Komm, Gulam. Oh, fuck. Was war das denn? Aus sich selber vorgelegt oder was? Ich glaube, das ist Binat. Nee, ist Musacchio. Musacchio ohne Champions League, der macht echt richtig Betrieb. Jetzt muss ich ihn doch mal mit dem Champions League-Style noch ein bisschen boosten. Fällt mir auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut als Innenverteidiger. Schade. Doppelt schade. War zum Glück eine relativ schwache Position für einen Abschluss. Hallo? Mach mal den Pass, de Rossi. Schade. Oh, das war einfach ein schwacher Pass und dann habe ich es nicht mehr geschafft, meinen Fehler da zu einer Schusstäuschung zu machen. Aber hier ist was drin, aber das ist auf jeden Fall keine Laufkundschaft der Gegner, wie man so schön sagt. Der war schwach, der Pass. Er macht einen schönen Fehler. Abgefälscht. Abgeblockt, besser gesagt, nicht abgefälscht. Haben, glaube ich, mit Icardi noch keinen Kopfballtor gemacht, weder nach einer Ecke noch aus dem Spiel. Oh, wir waren zuletzt dran. Ärgerlich. Und ekelhaft. Merkwürdige Grätsche. Was für ein Glück, oder? So ein scheiß Lackertor. So ein scheiß Lackertor, ey. Krass. Ja, feier dich ruhig für dieses Tor, ey. Oh mein Gott. Aber egal, ich reg mich nicht auf. War einfach nur lucky. Und so ein krass lucky Abpraller, der dann genau bei seinem blöden Stürmer landet. Unglaublich. Und dann kam auch diese bescheuerte Flanke noch nicht mal geil. Direkt das nächste. Nichts zugelassen bisher. So spielt man Tore raus, Freund. So spielt man Tore raus. Haben wir Jubel? Haben wir noch gar nicht gemacht in FIFA 18. Wir jubeln mal mit der Kamera.
Icardi, I love you. So geil gespielt, aber auch mit Brozovic vorher der Pass. So, 1-1. Hat er nicht lange geführt. Boah, das wär's gewesen, ey. Gute Parade von Donnarumma. Ich dachte, ich komme durch. Aber Icardi ist jetzt nicht so der Sprinter, ist er nicht wirklich schnell. Okay, gut, dass wir direkt den Ausgleich geschafft haben. Ansonsten auch ein insgesamt recht ausgeglichenes Spiel, von daher denke ich auch, dass dieses Unentschieden zurzeit in Ordnung ist. Wobei mein Tor natürlich wunderbar rausgespielt war und seins nicht. Auf jeden Fall schwer, ein langsames Spiel gegen ihn aufzuziehen. Man muss hier eher schnell spielen. Eventuelle Risikopässe spielen, wie der gerade. Ah, war sowieso abseits gewesen. Ich dachte, mit El Shaarawy, starker Rechter, da können wir mal einen aufbrennen, aber nichts hat gebrannt. Kula macht ja gerne mal einen. Schwacher Abschluss, hätte man nochmal ablegen können. Schön mit Benatia oder von Benatia abgefangen. Mist, Mist, Mist. Ich wusste, dass er das macht. Ach, der Rossi auf Außen, ja komm. Brauchen wir gar nicht erst in den Sprint gehen. Gar nicht so einfach, sich durchzukombinieren bei ihm. Er steht wirklich gut. Schöner Schuss von Gonalons. Gar nicht nachgeguckt, was der für einen Fuß hat. Ah ne, doch, klar, Rechtsfuß. Haben wir nachgeguckt. Oh nein, das war dumm, jetzt verziehe ich. Oder auch nicht, schöner Kopf bei Medicali, nur nicht straff genug. Oh scheiße, Stellungsfehler, meine Schuld. Haben wir Glück, war mein Fehler. Es ist ja Finale, ne? Wollen wir mal wechseln? Lemar, warum nicht? Felipe Anderson, gefällt mir eh nicht so sehr. Oh oh. Da haben wir Glück, der stand nämlich El Shaarawy.
Im Kopfballduell sind beide nicht hochgesprungen. Ja, es ist ein Foul. Gut gehalten von Donnarumma. Ich dachte eigentlich auch, wir kommen an den Ball noch ran. Stehen wieder scheiße zum Tor, zur Flanke, zum Gegner. Und, ach, wir lacken uns doch die Ecke, nice. Schade. Stimmt, Binati haben wir jetzt auch, das ist jetzt auch Kopfballstark. Aber da steht nicht da, wo wir hinflanken. Versucht das verdauen über Distanzschuss oder was? Schöner Seitenwechsel auf Le Mans. Müsste ja auch noch ein bisschen Pace mitbringen. Aber er lässt mich einfach nicht durch. Schade. Ach Mann! Schöner Schuss von Gonalons. Interessant geklärt. Schön mit Rossi gemacht. Kurz angetäuscht. Schwache Flanke, da hatte Le Mans so viel Platz. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. 88. Das Problem einfach, dass Le Mans den Ball nicht kriegt, weil diese scheiß Drecksflanke ist. Und dann stehen wir eigentlich auch gut in der Verteidigung und bekommen diesen Kackball trotzdem nicht. Scheiße, Mann. Und deswegen verlieren wir jetzt das Spiel. Das ist so ärgerlich. Mann! Oh, so ein Dreck! So ein elender Dreck! Ist das ärgerlich, ey! Ist das ärgerlich! Mal die Ecke. Oh nein. Was Verlängerung. Haben vielleicht noch eine kleine Chance. Verlängerung, es gibt 3 Minuten Nachspielzeit, meine ich. Hallo, ich kann nichts machen. Jetzt. Och, ist das bitter. Ist das eine bittere Niederlage. Weil mich dieses zweite Tor mega ankotzt, ey. Egal, ich
Turnier wollte ich eh nicht spielen. Oh, jetzt habe ich umsonst diese Scheiße hier gespielt. Fuck! Regt mich auf, ey. So, es wäre so was von verdient gewesen, hier in die Verlängerung zu gehen. So eine unverdiente Niederlage. Und nur weil... Oh. Egal, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.